Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Michas Zockrunde. Heute ist unser Thema der Tram-Simulator Urban Transit. Wir haben ja im Januar mal eine Zockrunde zum Bus-Simulator 21 gemacht. Dort haben wir die Tram-Extension reingeblickt und es gab noch eine eigenständige Version mit den Straßenbahnen in der Welt, in der amerikanischen Welt vom Bus-Simulator 21. Ehe ich hier drumherum rede, wir haben eine wirklich lange, lange Zockrunde vor uns. Wir springen sofort ins Spiel und dann sage ich euch mehr. Ganz genau, da sind wir im Spiel. Wir sind gerade eben auf unserem Betriebsbahnhof hier in Angel Jaws, so heißt die amerikanische Map, sind im südlichen Teil der Karte. Da steht sie schon, unsere heutige Tram, die wir fahren. Und jetzt schaut euch mal hier hinten die Großstadt an. Wir fahren heute ein bisschen in nächtlicher Stimmung unterwegs. Es ist gerade im Spiel 4.31 Uhr. Wir fahren also den Tag, den Tagesaufgang, Sonnenaufgang entgegen. Bei Nacht sehen Großstädte immer atmosphärisch schön aus, wie ich finde. Ja, da steht sie schon. Unsere heutige Bahn, die Alpha Dulis. Vorneweg, wir haben fiktive Straßenbahnen in Tram Simulator Urban Transit. Da haben wir so die Alpha Dulis. Wir haben noch eine Solo-Variante, die heißen dann nur Alphas. Ein Glaskasten auf Räder. Wir haben eine Retrobahn, die sehen wir hier gerade, die wird uns im Laufe dieser Zockrunde entgegenkommen. Erinnert ein bisschen so das, was wir in Tramsim hatten, ne? Hier im Wiener Ableger, an die E2, so ein bisschen. Und genau hier haben wir den normalen Alpha, die kleine Variante, den Glaskasten auf Rädern, so nenne ich ihn einfach, das sieht wirklich bombiös aus. Die Farbgebungen sind immer die Standardfarbgebung, die ihr hier im Menü seht. Und die kennen wir ja, die T01 aus der Tram-Extension vom Bus-Simulator. Die war ja umgesetzt, die hatten wir schon gespielt. Ja, dann gehen wir mal allmählich ins Fahrzeug rein, wobei wir blicken was auf die Rude. Wir machen heute ein Ausrücker, fahren wir heute. Ich habe extra einen Ausrücker erstellt, hier oben zum Transit Terminal. Das ist der ehemalige Busbahnhof in der Angel Shores Map. Wir starten hier unten in Queenwood, nehmen ein paar Haltestellen mit. Durch die ganzen Gebiete. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr Straßenbahn begeistert seid oder da Ahnung habt. Wisst ihr, was ein Ausrücker ist und Einrücker? Fragezeichen. Ich erkläre es euch mal. Ein Ausrücker ist das Fahrzeug, was vom Betriebshof ausrückt, also aus dem Betriebshof rausfährt auf seine Tagesstrecke. Ein Einrücker wäre genau das Gegenteil. Jetzt blicken wir gerade eben hier in den Alpha-Dulis rein, den Glaskasten auf Räder. Ich habe das Innendesign so gelassen, wie es ist. Wir haben hier schöne große Glastüren. Noch ist die Funktion nicht aktiv hier, weil wir die Bahn noch stromlos haben. Eine kleine Notbeleuchtung ist an, auch die Fahrgastinformationsanzeige, die im Übrigen auch dann echtzeitmäßig die Haltestellen anzeigen, wenn wir auf Rude sind. Wir gehen in den Führerstand rein. Es ist eine moderne Tram, wir haben aber ein relativ altes Fahrerpult.
in meinen Augen. Wir können die Tasten bedienen mit diesem kleinen weißen Punkt, den ihr vielleicht seht. Für PC-Spieler wäre natürlich eine Maus ganz gut. Konsolenspieler, ihr habt es schon gesehen oder hier sehen wir es schön, wir haben so ein Funktionsrad. Anders also im Tramsim haben wir so ein Funktionsrad. Im Tramsim hatten wir auf der Konsolenversion diese Flächen gegenüber. Das, was ich jetzt hier gerade mache, ist die Beleuchtung ein- und ausschalten. Innenbeleuchtung, Rocketbeleuchtung, Fahrgastraumbeleuchtung. Dann blicken wir mal noch ganz raus. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Das sieht mir fast so aus, dass die Hauptbeleuchtung Nebelleuchten sind, ne? Die lassen wir auf, weil wir haben doch hier eine, oder lassen wir die auf 1 zumindest, oder? Ne, wir machen sie aus. Scheinwerfer für mich, ne? Ganz klar, vollkommen ausreichend. Das sind Nebelleuchten in meinen Augen. Jetzt stellen wir uns noch die Linie ein. Ah, ich habe noch die Linie 6 hier. Müsste ich mal noch anders ändern. Jetzt fahren wir. Jetzt sind wir im Kurs angemeldet, genau, Greenwood Fields, das ist die erste Haltestelle, klingeln, dann legen wir mal los. Es gibt Aktionspunkte im Spiel, die funktionieren im freien Spiel so lala, wenig später in dieser Zockrunde funktionieren sie, ich bin ein bisschen, ja, Kurvenradien hat sich gegenüber der Tram-Extension, wo wir ja die europäische Map gespielt haben, nicht geändert. Die Kurven sind immer noch viel zu eng. Ein ganz großer Kritikpunkt. Die Map ist halt bestehend gewesen. So schön wie das ist eigentlich, die Idee der Straßenbahn im Nachgang einzufügen, so ungeeignet ist das dann am Ende auch tatsächlich. So, wir fahren die erste Haltestelle an. Auf der X-Taste können wir die Türen freigeben auf dem Controller. Dann können alle einsteigen. Und dann können wir hier, wir fahren im fahrplanlosen Modus, würde man Bahnen drauflegen, wird ein Fahrplan existieren. Hier diese Route habe ich explizit jetzt einfach mal zum Spaß eingerichtet. Ich weiß, wir haben Ende Mai, wo ich diese Zockrunde freigebe und veröffentliche. Gespielt habe ich im März gleich, wenige Tage nach dem Release vom Tram Simulator Urban Transit auf Konsole. Das muss ich dazu sagen. Wir spielen die Xbox Series SX Version, in meinem Fall die Xbox Series X. Release-Version wohlgemerkt, Konsolen-Release-Version. Auf Steam ist das Spiel ja schon seit Dezember erhältlich. Oh, sehr gut. Ja, wirklich eine sehr, sehr schöne moderne Tram. Jetzt haben wir den Zeittag gerade eben im Karrieremodus Unfälle und Strafen. Ah, ich glaube, da passiert dann auch noch gleich etwas. Da bitte mal nicht so hinblicken. Alle sind eingestiegen. Der ist ja auch mutig. Ja, der. So. Schön ist, dass die Haltestellen komplett auf Deutsch durchgesagt werden, obwohl wir in der amerikanischen Map sind tatsächlich. Ich habe das Gefühl, das geht jetzt gleich nicht gut, oder? Au! 543 Euro Reparaturkosten. Notbremse habe ich zwar gedrückt, die müssen wir jetzt hier lösen. Und zwar die Warnblinker müssen wir ausmachen, dann muss man das Menü rein. Notbremse an sich wird von alleine wieder gelöst. Die Notbremse können wir mit B machen, hat in dem Moment leider nicht mehr gereicht. Mensch, die laufen aber hier ganz schön gefährlich rum. Auch wenn Zebrastreifen sind. Naja, nie eine gute Idee. Kennt ihr Straßenbahnen mit Zebrastreifen eigentlich nicht so sehr, ne? Und hier, oh Gottes Willen, nicht hingucken. nein, tatsächlich nicht, ne? Also vergleicht man mal Realität mit diesem Spiel hier. Oh, am Fahrgast hört laute Musik. Gehen wir mal auf die Kamera.
Wir haben zwei Kameras hier in dem Alpha Duli. Mal gucken, ob wir den Fahrgast finden. Da ist er. Oh, ja, machen wir so tonleise hier. Aha. So, Türen schließen. Glocke läuten, Abfahrt. Mit Blinken hätte es noch Bonuspunkte gegeben. Normalerweise gibt es hier wirklich Bonuspunkte. Es würde immer unten rechts dastehen. Ich habe es gesagt, es funktioniert nicht irgendwie im freien Spiel so richtig. Werden wir aber im Laufe dieser Zockrunde sehen, dass es auf einmal funktioniert. Ich kann es mir nicht erklären. Wir sind außer fahrplanmäßig unterwegs, haben keine Bahn zugeordnet. Liegt vielleicht daran. Unschön ist auch, ich komme leider nicht drum zu sprechen. Ihr seht es, was jetzt mit dem Monitor. Machen wir bitte das Licht an, bitteschön. Wir haben das Licht an. Muss man doch wahrscheinlich die Hauptbeleuchtung anmachen. Machen wir mal auf 1. Ich bin der Meinung, das sind Nebelscheinwerfer. Ja, unschönes seht ihr. Auch wenn ihr euren Blick auf den Cam-Bildschirm richtet, wo Cam 1 und 2 da steht. Ah, die Beleuchtung, das passt hinten und vorne überhaupt nicht. Das sieht richtig, darf ich jetzt mal sagen, richtig ekelhaft aus. Wahrscheinlich durch diese Strahler hier. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Bei aller Liebe, ich muss ja wirklich sagen, der Bus-Simulator, optisch ist er ja immer noch ganz gut. Auch jetzt hier die Tram-Extension. Oh, wir haben zwei Rollstuhlfahrer. Konzentrieren wir uns erstmal hier drauf. Wir haben wie im Bus-Simulator 21 die Rampen wieder. Und danach können wir die Türen öffnen. Oh, das war zu früh. Das war zu früh und wir spielen auf der Konsole. Das heißt, jetzt müssen wir mal die Türen gucken, dass wir die schließen können. Weil gezielt kriegen wir, glaube ich, die Türen. Ich bin zwar jetzt hier einmal ausgestiegen, aber es muss per Knopfdruck gehen. Türen einmal zu jetzt. Das ist so ein wildes Draufdrücken auf den Controller. Wir haben Rampensystem. Das ist jetzt gar nicht mal so fern tatsächlich. Wir hatten ja den Tramsim gespielt. Tramsim München beispielsweise, da haben die Trams Hublifte gehabt. In Tramsim Wien haben wir ja die Flexity beispielsweise gehabt, den Ulf. Die Trams, die ist wirklich. Es gibt die Straßenbahnen, da haben wir ja auch eine Rampe gehabt im Flexity. Hier ist es halt, man hat halt den Code genommen vom Bus-Simulator, ne? Die Funktion war halt vorhanden. Ne? Das ist, kann man sehen und sagen, wie man möchte. Ansonsten, wir fahren auf der richtigen 1:1 Map. Es fühlt sich irgendwie noch so falsch an, dass man auf der Bus-Simulator-Map spielt. Das ist ja gar nicht mal so tragisch, so schlimm eigentlich. Aber leider sind Haltestellenbuchten vorhanden, die man einfach entweder vergessen hat zu entfernen, entweder sie sind nicht aktiv geschaltet oder keine Ahnung, was da schief gegangen ist. Es sieht auf jeden Fall nicht schön aus. Das sei an der Stelle gesagt. Beispielsweise hier haben wir eine Haltestelle, die wir aber nie bedienen können, weil sie im Spiel nicht zum Erstellen festgelegt wurde. Jetzt haben wir schon gerade hier diese Verfolgeransicht. Ihr seht es auch. Nach wie vor suchen wir vergebens Stromleitungen. Sehr, sehr, sehr schade. Das soll aber unseren Spielspaß hier nicht trüben. Er ist auf Arcade ausgelegt. Ich habe mir viel zu viel erhofft tatsächlich. Die Entwickler hatten gesagt, die Alive Studios stecken hinter dem Bus-Simulator. Haben gesagt, das Fahrverhalten soll anders sein. Bedingt, ja, gefällt mir hier. Ah, jetzt drücken wir hier die Notbremse. Dass wir hier noch zum Anhalten kommen an der Haltestelle. Hat keiner gesehen von euch. Fahrverhalten, ja, ist besser geworden.
als im Bus Simulator 21 und die Tram Extension, die wir ja Anfang Januar gespielt haben. Es ist aber immer noch Arcade-mäßig. Arcade-mäßig, man kann aussteigen, Fahrkarten kontrollieren. Ihr seht es gerade eben. Wir laufen gerade mal einfach so durchs Fahrzeug. War eine Fundsache zum Beispiel. Ein Wertgegenstand wurde verloren. Das steht dann, stand dann eben vorhin unten da. Sind wir aber eben Fahrgastinformationsanzeige dynamisch. Huch, auf die Tür geöffnet, müssen wir sie nochmal schließen. ja. Blicken wir mal so hinüber weg. Jetzt können wir den Alpha Dudi gleich mal beschleunigen, weil wir eine kleine eigene Trasse beinahe jetzt kriegen. Guckt mal jetzt auf die Weichen auch, wie dämlich die zusammengeordnet sind. Hier, ne? Dieses graue, diese grauen Stangen würde und immer noch viel zu enge Kurvenradien. Habe ich schon gesagt, aber ich kann es nicht belassen. Es ist grausam, grausam eigentlich, was man hier hinzugefügt hat tatsächlich. ja, muss man einfach sagen, ne? In dem Moment muss Kritikpunkt mal sein tatsächlich. Man hat die Bus-Simulator-Map gehabt. Ich hoffe, wenn irgendwann mal ein Nachfolger kommt vom Bus Simulator 21 und es soll so Richtung ÖPNV-Simulation gehen, also tatsächlich Bus und Bahn wieder gemeinsam, so wie man es ja in den DLC versucht hat ein bisschen, dann hoffe ich, dass man die Map von vornherein für beide Systeme berücksichtigt. Es ist jetzt Ende März, wo ich diese Zockrunde vertone hier. Es ist ein Tramsim 2 in Entwicklung von Weave App. Die machen auch, haben sich losgelöst, so der Stand Ende März, von einer realistischen Stadt, bauen auch gerade eine fiktive Map auf. Und da ist das gleich von vornherein wirklich schön. Ich kann das jetzt wirklich mal sagen, wie gesagt, Ende März, wo ich diese Zockrunde aufnehme, machen Bild der Woche mit einer kleinen Geschichte. Vielleicht zum Zeitpunkt, wenn jetzt hier Ende Mai diese Zockrunde veröffentlicht wird, ist das vielleicht sogar schon draußen, das Spiel. Glaube ich noch nicht dran. Wäre ein bisschen kurzfristig. Da sieht man das gleich, dass das von Anfang an besser geplant ist. Und mal ganz offen und ehrlich, ein Bus lässt sich, glaube ich, einfacher in Nachgang hinzufügen, wenn man genug Platz für die Straßenbahn einplant. Das ist ja beispielsweise in meiner Heimatstadt Erfurt gerade sehr impulsant. Wir kriegen ja eine neue Straßenbahnlinie in Erfurt. Das Licht nicht an, aber Madame, natürlich habe ich das Licht an. Ich glaube, diese vermutete Nebelleuchte ist dann wohl doch. Ja, und das ist gerade bei uns in Erfurt spannend. Wir kriegen eine neue Straßenbahnlinie. Das ist so ein bisschen noch, könnte eng werden ein bisschen, also so vom Platz. Wobei, eine Straßenbahn ist jetzt auch nicht viel breiter als ein Bus. Und wenn zwei Busse durchpassen, geht schon. Es wird, denke ich mal, für die Autos krasse Einschritte geben. Auf jeden Fall. Da haben wir mal eine KI-Tram. Grüße an den Kollegen. Leider werden die immer noch wie beim Bus-Simulator sehr, sehr spät eingeblendet. Hier haben wir einen normalen Alpha, linke Hand, das rote Objekt. Werden wir gleich im Hintergrund sehen, die Linie, die rote, geht hier lang an der Haltestelle, wo wir unseren Ausrücker jetzt gerade haben. Ja, also da wir jetzt bald das Transit-Terminal erreichen, in gut 5 Minuten, Fazit hier, weil wir werden nicht noch einmal in dieses Spiel reinblicken, so richtig, so im Moment mein Stand. Ja, ist okay. Es ist arcade-mäßig. Wer jetzt unter dem Spieltitel Tram-Simulator wirklich einen richtigen Simulator erhofft hat, der wird bitter enttäuscht sein.
Das war ich nämlich wirklich in den ersten Spieltagen, wobei ich hatte ja schon meine Befürchtungen im Januar gehabt, wo ich gesagt habe, ja, da muss man wirklich sehen, Fahrgast muss aussteigen. Haben sie vom Bussimulator übernommen. Total unrealistisch. Beim Bus gar nicht mal so streitwillig. Wir haben beispielsweise hier in Erfurt, haben auch andere Städte, kannst du ab 20 Uhr dem Fahrer Bescheid sagen. Der hält noch mal zwischendrin. An meiner Straßenbahn. Okay. Okay. Ich distanziere mich von den Bürgern dieser Stadt. Was war denn das jetzt? ja. Die laufen, die denken auch Zebrastreifen bevorrechtigt. Also hier hätten dringend Ampeln für den Straßenbahn-Simulator hingewusst. Ah, Rollstuhlfahrer will aussteigen. Ah, ich sag mal, Zeitragübersicht gerade. Klicken wir weg. Die Rampe müssen wir hier runterfahren. Dann kann er Rollstuhl, genau. Ja, also Fazit, wirklich, wer jetzt auf den Simulator gehofft hat, wird bitter enttäuscht sein. Es ist was Arcade-mäßiges geworden. Deckt vielleicht im Konsolenbereich oder es deckt die Casuals ab. Ich glaube, wir werden mit dem Transport-Simulator Tram, so heißt nämlich Tram Sim 2, wenn das dieses Jahr kommt. Vielleicht ist es bis Mai schon draußen, was ich nicht glaube. Ich halte das wirklich zu knapp der Zeitraum. Deshalb gehen wir mal Standpunkt Ende März aus. Es ist nicht bis Ende Mai draußen. Kriegen wir dieses Jahr definitiv ein richtig schönes Straßenbahnspiel. Vielleicht auch aus nächstes Jahr, mal gucken. Gibt mal ein, City Transport Simulator Tram, die machen, wie gesagt, Weep App macht ein Bild der Woche. Ach, seht ihr schon, was für eine Detailliebe da drin steckt. Die haben diese, die Oberleitungen, die Wandbefestigungen vorgestellt, die Haltestellenschilder, dynamisch und so weiter. Herrlich, herrlich, was sie gezeigt haben bislang. Und hier kommt es dir so vor. Es wurde halt wirklich danach hinzugefügt mit der Map. Ne? Sieht man ja beispielsweise fehlende Oberleitung. Wohin geht's jetzt? Von daher brauchen wir, glaube ich, nichts weiter hinzuzufügen. Leider. Denn die Idee mit den Straßenbahnen, man hat sich designtechnisch hier Mühe gegeben. Wir haben jetzt hier im Transitterminal. Wo muss man eigentlich hin? Habe ich jetzt total vergessen. Müssen wir aufs Innengleis, Außengleis? Ich glaube, aufs Äußere. Kriegt man die Bahn noch zu? Ja, okay. Müssen wir mal gucken. Wir müssen aufs Äußere. Alles gut. Das war knapp. Fast verfahren. So. Wir stellen jetzt gleich noch die Bahn ab. Die Bewohner, die machen immer Selbstgespräche hier hinten. So, Endstation. Wir melden uns jetzt gleich vom Kurs ab. Normalerweise würde man im Schleifenmodus, die Route hatte ich im Schleifenmodus gebaut, jetzt wieder zur ursprünglichen ersten Haltestelle zurückbauen. Ich habe kurz die Fahrerkabine verlassen, weil wir eine Knopfdoppelbelegung haben. Konnte ich mich vom Kurs abmelden. Jetzt parken wir die Bahn noch ordnungsgemäß ab. Wir haben hier auf der World Map drei solche Spawnpunkte. Im einen waren wir vorhin im Betriebshof. Da ist nochmal so eine Halle. So eine Halle, wie wir jetzt sehen. Und wir haben auf der Karte noch einen weiteren Despawn oder Spawnpunkt. Der ist hier unten im Untergrund ein bisschen. Wir werden nur halb reinfahren, weil befinden wir uns in der blauen Markierung, wechseln wir in die Garage. Und ihr seht schon, die Türen sind rechts und man fährt hier links rein. Kannst du dir nicht ausmalen. Irgendwie falsche Richtung. Ja. Planungsfehler. So, dann steigen wir hier aus an der Stelle. Schauen wir uns nochmal das Fahrzeug ein bisschen von außen an. Also, und eben genau das meine ich.
Man hat sich grafisch hier schon ordentlich Mühe gegeben. Das Glaskasten auf Räder, oder? Wenn ihr mich fragt. Und vor allem, hier ist übrigens so ein Terminal, können wir die Straßenbahn aussuchen, die wir fahren möchten. Glaskasten auf Rädern, wo die Achsen sind, ne? Das sehen wir dann gleich. Wir haben hochmoderne, wir haben Displaykamera am Fahrzeug dran, wir haben also keine Spiegel. Da oben sieht man so diese kleinen Kameras, ne? Wo die Getriebe, die Räder sind. Ne? Schaut euch mal moderne Straßenbahnen von heute an, sieht eigentlich fast ganz genauso aus. Ne? Immer noch Panoramafenster. Ne? Ja, das hier genau, das meine ich, diese Abdeckungen. Also kann man echt nicht meckern. Deshalb ist es schade, dann die spielerische Gameplay-Umsetzung. Jammerschade. Aber wisst ihr was? Ich spawne mal noch die eine Retro-Bimmel gleich. Die schauen wir uns auch mal noch an. Dann haben wir alle gesehen, tatsächlich. Wenn wir schon eine XXL-Folge machen hier. Gehen wir mal ganz kurz auf das Straßenbahndepot. Ich habe nämlich zwei. Genau. Da, die ist nicht im Kurs zugefügt. Die haben so schwarz-gelb designt hier. Verlassen wir mal die Kabine. Oh, hört ihr schon? Der Türsound. Wir machen die Tür nochmal auf und zu. Hört mal hin. Boah, Hammer, oder? Hammer geil, wie das klingt. Richtig retro. Und schaut mal hier, ne? Altes Feeling, alte Straßenbahn. Und hochmodernisiert, ne? Also der Wahnsinn, was man draus gemacht hat eigentlich. Ja, wir bleiben jetzt noch 15 Sekunden. Wir müssen zur Endcard gehen. Von daher, das war's für heute hier im Tram-Simulator Urban Transit. So, und da sind wir bei der heutigen Endcard hier angekommen in Michas Zockrunde. Das war der Einblick in den Tram-Simulator Urban Transit, gespielt auf der Xbox Series X. Hier geht es weiter am Freitag mit dem Sonic Spiele Showcase und dem großen Finale von unserem Knuckles-Durchgang in Sonic the Hedgehog 3. Und in der kommenden Woche werden wir ein Projekt fortführen. Mega Bomberman, die fünfte Welt, werden wir spielen. Bis dahin wünsche ich jetzt erstmal eine schöne Woche. Macht's gut, bis Freitag bzw. kommenden Dienstag. Euer Micha.